Unter Rekonstruktion versteht man die Wiederherstellung der normalen Funktion. Im Harntrakt können Probleme der Funktion auftreten in dem Moment, wenn beispielsweise narbige Engen im Harnleiter oder in der Harnröhre vorhanden sind. Das heißt, dass der Urin nicht mehr richtig abfließen kann. Das kann im oberen Harntrakt zum Beispiel eine Harnstauungsniere bedingen, im unteren Harntrakt in der Harnröhre eine Blasenentleerungsstörung. Und die rekonstruktive Urologie ist dazu da, diese narbigen Engen zu beseitigen und den normalen Urinfluss im oberen und unteren Harntrakt wiederherzustellen. Die Ursachen sind da sehr vielschichtig. Das können entzündliche Veränderungen sein, das können Infektionen sein, die auch zu Entzündungen führen. Das können Traumata sein, beispielsweise Verletzungen der Harnröhre durch Kathetereinlagen sind mit das häufigste für narbige Strukturen im Bereich der Harnröhre. Das hängt sehr von der narbigen Struktur ab, von der Lokalisation und von der Länge dieser Struktur. Wenn das sehr kurzstreckig ist und in einer günstigen Position, dann kann man das sehr leicht endoskopisch behandeln. Wenn es allerdings dann wieder zu narbigen Engen kommt oder die Narben sehr lang sind, geht das endoskopisch nicht mehr. Dann muss man das offen operieren und das ist dann schon eine Operation mit einem mehrtägigen stationären Aufenthalt.